Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Die Fragen häufen sich und ich will mich gar nicht drum rumdrücken. Wie sieht es bei Helmerich und Payne aus? Wie sicher ist die Dividende? Das Ergebnis ist kleiner als die Dividende, droht dort eine Kürzung und so weiter und so fort. Viele Fragen haben mich erreicht und ich will heute mal einen Blick unter die Motorhaube dieses Giganten werfen. Was ist los bei Helmerich und Payne? Wer sich einen Monatschart anschaut, dem wird ganz schnell klar, dass das zumindest kein Großmutterinvestment ist. Wir sehen dort Aktienkurse, die 2014 schon mal bei 120 Dollar gelegen haben. Wir sehen für 2019 ein Jahrestief, das bei 36,06 Dollar liegt. Und wir sehen drastische Kurssprünge alleine von September zu August. Und nochmal von Ende Juli bis Ende August ging es drastisch bergab. Wir haben eine Dividende von 2,84 Dollar. Es gibt 71 Cent pro Quartal. Wir haben aber einen Verlust pro Aktie von 78 Cent. Und ich habe hier auch mal die ganzen Ergebnisse gelb angemarkert. Man sieht, also das ist ein Auf und Ab von roten und grünen Zahlen. Was soll man denn da nun glauben? Die Frage drängt sich auf, ist es eine gute, ist es eine sichere Investition und habe ich da Chancen auf eine weiter steigende Dividende? Nun, zunächst einmal, was macht Helmerich und Payne überhaupt? Die stellen Bohrgeräte für die Erdöl- und Erdgasindustrie her, verleasen diese, betreiben diese teilweise komplett mit Crews, teilweise ohne Crews. Sie haben über 8000 Mitarbeiter und sie sind in der Branche der absolute Platzhirsch in den USA. Die Firma wurde 1920 gegründet, sitzt in Tulsa, Oklahoma, hat im Augenblick über 8000 Mitarbeiter. Als ich sie 2016 das erste Mal gekauft habe, da waren das noch 12.000, zwischendurch waren es dann mal 6.000. Es ist also durchaus keine Behörde, sondern eben ein Investment, eine Firma, die mit dem Hoch und dem Tief des Ölpreises atmet. Sollte man also ganz klar im Hinterkopf haben, das ist nichts für schwache Nerven. Aber sie haben seit 47 Jahren die Dividende ununterbrochen angehoben und sie haben alleine in den USA einen Marktanteil von 21%. Das heißt, von den 886 arbeitenden Bohrtürmen per 13. September 2019 sind rund 200 bei Helmerich und Payne beheimatet. Das ist also eine ganze Menge und in den letzten Jahren seit 2008, 2009, seit der Finanzkrise hat Helmerich und Payne seinen Marktanteil von 8 auf 21% steigern können. Nur mal zum Vergleich, 2016 gab es in ganz Amerika nur 84 von Helmerich und Paynes Bohrgeräten, die tätig waren, der Rest war eingemottet. Und im Augenblick sind es, wie gesagt, rund 200. Das schwankt immer von Woche zu Woche. Das hat sich also mehr als verdoppelt und trotzdem kommt der Aktienkurs irgendwie nicht so recht von der Stelle. Woran liegt das? Nun, die Ergebnisse sind eben einerseits an den Ölpreis gekoppelt, zum anderen an die Kapitalbudgets der Förderfirmen selbst. Die müssen ja diese Rigs bei Helmerich und Payne mieten. Und das kostet eben richtig Geld. So ein Teil hat eine Tagesmiete von über 21.000 Dollar. Es kostet aber auch 14.000 Dollar, so ein Teil zu unterhalten, die Firma Helmerich & Payne. Die Bandbreiten sind dabei erheblich. Es gibt ältere, die sind weniger rentabel und es gibt hypermoderne, sogenannte Super-Spec-Rigs, die werfen teilweise Tagesmieten von über 26.000 Dollar ab. Im dritten Quartal nun, Ende Juli, gab es Ergebnisse von der Firma. Im dritten Quartal, Geschäftsquartal, muss man dazu sagen, bei Helmerich und Payne endet das Geschäftsjahr am 30. September. Da meldete die Firma einen Verlust pro Aktie von 1,42 Dollar. Was war passiert? Nun, ich will es wieder mal zeigen, weil das sind so die Dinge, die eben auf solchen Seiten wie Finviz schnell
wegfallen. Hier lohnt es sich immer wieder an den Earnings Calls mal wenigstens die Frage- und Antwort-Session durchzulesen. Und was lesen wir hier bei Helmerich & Payne? Es kam zu einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von 224,3 Millionen US-Dollar, weil man nämlich die sogenannten Flex-4-Rigs, also eine ältere Generation von Bohrgeräten, weitgehend ausgemustert hat. Der Bestand wurde von 71 auf 20 zurückgefahren und die 51 Stück, die man da aus dem laufenden Marketingverkauf rausgenommen hat, die wurden sozusagen als Ersatzteilspender auf die Seite gestellt, werden zerlegt und entsprechend im Wert abgeschrieben. Das führt dann buchhalterisch zu einem Verlust. Und das sieht natürlich auf solchen Seiten wie bei Finvis oder bei jedem anderen Finanzportal dramatisch schlecht aus. Also, was wird für 2020 erwartet? Wie gesagt, das Geschäftsjahr 2019 endet in wenigen Tagen, am 30. September 2019. Da erwartet man einen schwierigen, aber stabilen Markt, denn wir wissen, inzwischen fördern die USA pro Tag 12 Millionen Barrel Erdöl und Erdgas. Und das ist etwas, was politisch gewollt ist, was aber natürlich auch nicht so weiter wachsen wird, wie es in den letzten Jahren gewachsen ist. Die Dividende, ist die sicher? Ja, sie ist aus meiner Sicht nach heutigem Ermessen sicher. Wir haben einen freien Cashflow alleine in diesem Katastrophenquartal, im dritten, von 176 Millionen Dollar gehabt. Und was Helmerich & Payne an Dividende ausschütten muss, das sind etwa 78 Millionen Dollar beim derzeitigen Stand. Ich gehe also davon aus, wenn man knapp 100 Millionen Dollar übrig hat an freiem Cashflow, dass dann auch die Möglichkeit besteht, die Dividende weiterzuzahlen und auch weiter zu steigern. Das machen die Jungs seit 47 Jahren. Allerdings steigern sie regelmäßig die Dividende nur jedes zweite Jahr. Die absoluten Zahlungen für den Aktionär wachsen dadurch natürlich trotzdem jedes Jahr, denn man kriegt im Prinzip in einem Jahr viermal eine Dividende, dann im nächsten Jahr zwei höhere Quartalsdividenden und zweimal die alten und dann im übernächsten Jahr viermal die höhere Dividende und so geht das immer weiter, sodass man im Prinzip jedes Jahr ein kleines bisschen mehr Dividende auf seinem Konto vorfindet. Der Bereich der Bohrinseln oder Bohrturmvermietung, der wird natürlich nicht mehr so stark wachsen. Hinzu kommt, dass in Argentinien, wo 18 von Helmerich & Paynes Bohrgeräten vermietet sind, im Augenblick gerade wieder irgendwelche Kapitalverkehrsmaßnahmen ausgedacht werden. Wir haben ja da die schlimmste Wirtschaftskrise seit vielen Jahrzehnten in Südamerika. Da wird also im Augenblick auch nicht mit großem Wachstum zu rechnen sein. Aber vielleicht geht es ja Argentinien im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr auch wesentlich besser. Wer weiß das schon? Viel schlechter kann es jedenfalls nicht werden. Und man hat einen Wachstumsbereich etabliert inzwischen bei Helmerich & Payne und kauft wie doll und verrückt kleine spezialisierte Technologiefirmen zu, allerdings ohne die Verschuldung der Firma in die Höhe zu treiben. Die liegt bei 11% des Eigenkapitals, ist also sensationell gering und damit auch in der Branche marktführend. Dieser kleine Bereich, der nennt sich Technologien, da wird zum Beispiel am vollautomatischen Bohren nicht nur geforscht, sondern es werden mittlerweile auch Softwarelösungen dafür angeboten, auch an Bohrfirmen, die eben nicht mit Helmerich und Paynes Bohrgeräten arbeiten, sondern eigene Bohrgeräte vermieten oder verleasen. Also das ist ein Wachstumsbereich, aus dem in der Zukunft noch sehr viel erwartet werden kann. Im Augenblick haben die zwischen 17 und 19 Millionen Dollar Quartalsumsatz. Das ist ziemlich wenig, wenn man es ins Verhältnis setzt zu den über 2,8 Milliarden Dollar, die Helmerich und Payne im Jahr an Umsatz generiert. Mein Fazit, das ist kein Investment für schwache Nerven. Es hat einen hohen freien Cashflow, damit halte ich die Dividende für sicher. Es ist eine niedrige Verschuldung vorhanden, das ist ein großer Vorteil, sowohl in Zeiten steigender als auch fallender Zinsen. Es ist eine zyklische Branche, muss man auch ganz klar sagen. Das Geschäftsergebnis hängt am Ölpreis,
Aber die politische Bedeutung des Öl- und Gassektors in den USA, die sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Ich, wie immer, bin selber investiert, sowohl über Aktien als auch über Cash Secured Puts. Deswegen nochmal der Hinweis, mein Blick ist natürlich durch die rosarote Investorenbrille parteiisch, mag sachlich auch an manchen Stellen falsch sein, das kann ich überhaupt nicht ausschließen. Deswegen wie immer, passt bitte schön selbst auf euer Geld auf. Das ist keine Empfehlung, jeder möge seine eigene Due Diligence machen und sollte sich überlegen, ob ein Investment in Helmerich & Payne beispielsweise auch zum eigenen psychologischen Persönlichkeitsprofil zur Risikotoleranz passt. In diesem Sinne freue ich mich wie immer auf Kommentare, Ergänzungen, Fragen. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Nils Gajowi.